Moin liebe Freunde, ein herzliches Willkommen zum nächsten Spieltag der MPBL. Heute ist ein Spitzenduell angesagt. Wir spielen heute gegen Luca. Er steht oben, gleiche Punktzahl. Wir stehen oben, auch gleiche Punktzahl. Vier Leute sind im Moment gleiche Punktzahl. Und jetzt wird sich heute herauskristallisieren, wer sich so ein bisschen absetzen kann vielleicht. Ja, und wer nicht. Das wird auf jeden Fall interessant. Ich habe heute im Teambuilding, habe ich ja schon einiges erwähnt, was ich dabei habe und weswegen. Und der Luca hat auch Kaporiki dabei. Er hat Kyurem Black dabei. Er hat Selfie dabei. Grabbit. Dann Tohaido und Lavados. Lavados wundert mich gerade ein bisschen, weil ich habe nicht gedacht, dass Lavados so viel Sinn macht, weil ich habe halt ein fucking... Ja, fucking Zigarre. Aber egal. Von daher finde ich das Team relativ cool. Spielen wir vielleicht ein bisschen in die Karten, muss ich sagen. Ist trotzdem ein richtig starkes Team. Und ich habe hier Zwielklub als Lead. Leadet hier mit Kaporiki. Ich habe ja schon gesagt, warum ich Zwielklub unbedingt mitnehme. Zwielklub ist für mich so mit Schnüffler, dass man was eigentlich immer so ein bisschen die Items scouten soll, damit ich weiß, was ich machen kann mit Mammutel, was ich mit Victini ohne Probleme machen kann. Und deswegen soll er da so immer ein bisschen als Lead fungieren. Ja, wir müssen auf jeden Fall heute ran. Wird auf jeden Fall interessant. Ich weiß auch nicht, was jetzt passieren wird, doch weiß ich schon, ich habe es ja schon gemacht. Aber ich werde mal so vorwegnehmen, das Kaporiki ist ein richtig, richtig starkes Mod. Ich habe keinen safen Switch, den, wenn es ein physisches Kaporiki ist mit Sturzflug, Z-Kristall, wenn es Stromstoß hat. Okay, ich habe Mammutel, aber das tut mir richtig weh, wenn Mammutel down ist, weil dann kriege ich einen Stromstoß ab, ich kriege einen Sturzflug ab. Das tut mir auf jeden Fall mega weh, deswegen hoffe ich, dass es hier speziell spielt, was auch mir einige Probleme bereiten kann, aber der Vorteil ist, ich habe dann halt Venu dafür, was ich dann halt ein bisschen mitspielen kann. Ja, Kyurem Black ist so richtig, 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 richtig starkes Mon. Da habe ich ein bisschen Panik vor, weil das Ding Scarf, Specs, Life Orb mega guten Damage machen kann. Outwitch tut weh, ein Ice Beam tut weh, das Ding tut einfach mega weh. Und dann auch noch die Fähigkeit, die das überbrückt, das ist einfach mega assig. Deswegen bin ich auch mit Venu ein bisschen vorsichtig. Ich werde auf jeden Fall einen Ice Beam Tank mit meinen Kalks, die ich gemacht habe. Aber trotzdem ist das halt echt problematisch. Ich hoffe, er wird irgendwie Specs spielen oder so. Dann kann ich halt immer in Koba oder in mein Mammutel gehen, um den Ice Beam halt, wenn ich weiß, dass er Ice Beam spielt halt, um das halt da rein zu switchen. Safe, ich denke mal, das Safe, was er dabei haben wird, ist ein physisches Safe, also physische Verteidigung und sowas, hier um Tarnsteine und sowas zu legen, weil er hat sonst richtig keinen Tarnsteinleger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Grabbit ist. Weil Grabbit ist das Mon, was eigentlich echt gut Work machen kann mit der Fähigkeit. Und dann sehen wir hier noch Tohaido. Tohaido ist auch ein richtig starker Threat. Ich werde ihn aber outspeeden, wenn er in die Mega geht und keinen Tempo-Boost innet, also keinen Tempo-Boost bekommt. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr sick an dieser Stelle. Und Lavados. Ja, ich würde sagen, wir starten das ganze Match mal. Ich rede wieder viel zu viel. Ich habe hier, wie gesagt, mit Zwielklub geleadet. Zwielklub ist ein Mon, was mir auf jeden Fall ein super Lead, also es ist ein super Lead für mich, weil ich kann gleich wissen, was er als Item spielt, weil er muss irgendwas leaden und dann weiß ich auch automatisch, was ein Item drauf ist. Egal was es ist, ist es auf jeden Fall für allem gut. Und er leadet hier direkt mit Kaporiki. Da habe ich gleich gesehen, dass er hier das Elektrofeld natürlich hat und ich konnte gleich das Item scouten. So habe ich gleich gesehen, was er spielt und er spielt die Schokobeere. Das ist im Prinzip, die ja die Bodenattacken abschwächt. Das heißt wahrscheinlich gegen meinen Zygarde. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ich gucke erstmal, was er im Z hat. Er geht hier auf den Donnerblitz, habe ich gedacht, nice, er speziell. Das finde ich gar nicht so schlecht. Er wird wahrscheinlich jetzt auf eine Kehrtwende gehen und ich habe gedacht, okay, ich bleibe jetzt drinne, weil ich kann jetzt safe auf ein Irrlicht gehen. Ich kann safe auf ihn ehrlich gehen, er wird in eine Kehrtwende gehen, er wird Safe reinbringen oder so. Aber er geht auf Bunny und da habe ich gedacht, geil, das ist richtig gut. Somit habe ich jetzt auch schon das Bunny verbrannt, direkt im zweiten Turn. Und dachte mir so, nice, das läuft auf jeden Fall schon mal gut, dass ich das Häschen hier verbrannt habe. Weil ein gebranntes Grabbit ist ein gutes Grabbit, Freunde. Es ist einfach so, wenn das Ding geburnt ist, ist es ein schönes Grabbit. Ja, ich gehe jetzt in Krötengott, weil er mir mit Erdbeben nicht mehr viel machen kann. Er kann mir mit Dings nicht mehr viel machen. Aber er legt hier die Stachler und das hat mir gezeigt, dass Grabbit vielleicht doch nicht so ein Wahlbandit-Mon sein kann oder so. Sondern ich habe schon überlegt, dass Grabbit einfach hier nur die Stachler und sowas bringen soll. Problem ist, ich habe die Stachel jetzt einmal draußen auf meiner Seite. Er geht hier in Phoenix, das ist sein Lava, das ist halt die perfekte Antwort gegen meinen Venu so ein bisschen. Weil er hat Flammenwurf drauf, er wird wahrscheinlich auch noch Orkan spielen oder so. Ist auf jeden Fall die perfekte Antwort. Ich gehe hier safe, gehe mein Venu und habe gedacht, okay, ganz ehrlich, was soll er mir machen? Ich kann jetzt eigentlich safe auf den Delegator gehen. Und bin auch für den Delegator gegangen, weil er kann mir da nicht viel machen. Er musste ja rauswechseln. Jetzt habe ich den Delegator draußen und dachte mir so, okay, nice. Wir gucken mal, was das liebe Lavados hier alles so im Set hat. Ich bin halt drin geblieben und dachte mir, okay,
wir schauen mal, was Labrados alles so hat. Das Problem ist aber, ja, es hört auf zu wirken, unser Delegator. Leider habe ich nicht genug Investment, dass ich zwei tanken kann. Und ich sehe, dass er Überreste spielt. Und ich sehe auch, dass ich einigermaßen guten Damage auf dieses Labrados kriege, was ich sehr, sehr sick finde. Ich habe überlegt, ob ich nochmal drin bleibe. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich da so einen Hit nochmal abkriege mit Flammenwurf, ist halt sehr, sehr hoch. Bin deswegen in Rot umgegangen. Er spielt hier Rückenwind. Ich habe mal so, okay, nice. Rückenwind, das ist jetzt nicht so sick, weil er ist jetzt schneller als alles, was ich im Team habe. Das finde ich halt nicht so cool. Ich habe überlegt, aber ich kann hier safe eigentlich für einen Auflockern gehen, weil die Stachler will ich halt weg haben, weil ich halt nicht mein Mammutel angedamaged haben will oder halt mein Koba. Und er geht hier in S-Dead, kommt rein und ich dachte mal so, okay, nice, du gehst jetzt erstmal auf den Auflockern, um die Stachler wegzukriegen. Problem an dieser Stelle ist, Cure macht einfach mega krassen guten Damage. Ich habe nicht so richtig einen Switch drin. Ich weiß auch noch nicht, was er für ein Item spielt. Deswegen bin ich wieder in mein Grabscher gegangen, in mein Zwielclub, weil Zwielclub sollte mir einfach mal zeigen, was das Ding für ein Item hat. Und ich sehe, dass es Life Orb ist. Das hat mir so ein bisschen gesagt, okay, das finde ich sehr, sehr nice an dieser Stelle, weil die Erdkräfte tanken wir auf jeden Fall mega easy weg, Freunde. Und den Eisbeam natürlich auch mit den Evoli, deswegen muss er hier an dieser Stelle wieder raus. Er geht hier dieses Mal wieder in Bunny und ich dachte mir so, okay, nice. Warum nicht? Kann man aber machen. Bin jetzt für den Leitteiler gegangen, mich ein bisschen hochzuheilen. Zyklop hat halt relativ wenig KP, deswegen kann ich ein bisschen ihm abziehen und er kriegt wieder ein bisschen Chip-Damage. Der Rückenwind ist jetzt auch weg, den habe ich gut ausgestört an dieser Stelle, dachte mir so, okay, nice, ich muss jetzt wieder raus. Bin dann jetzt auch in meinen Krötengott wieder gegangen, weil ich hatte halt wieder diese perfekte Switch-Variante und er geht für ein Schwertanz. Ich dachte mir so, pff, oh shit, das tut weh. Das tut weh. Ich habe überlegt, er würde eine Rückkehr drücken oder ein Erdbeben. Aber ich bin drin geblieben, habe gedacht, er wird safe auf dem Erdbeben gehen. Ich hätte auch in Rotum gehen können. Das Problem ist aber, wenn er nicht für ein Rotum für ein Erdbeben gegangen wäre, dann hätte es schon sehr weh getan. Aber ich konnte auf den Giga Drain gehen und konnte damit Bunny rausnehmen, weil ich habe das Ding ja effektiv getroffen und konnte es somit voll rausnehmen. So, konnte mich wieder ein bisschen gegenheilen, fand ich an dieser Stelle sehr, sehr gut. Venu hat wieder über 50% live. Problem an dieser Stelle ist, ich tanke kein Icebeam auf dieser Range. Ich muss mindestens auf 80% sein, 70-80%, damit ich ein Icebeam tanke. Und muss deswegen jetzt auch leider wieder mit Venu raus. Er prediktet das und macht einen Double Switch, was sehr, 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 sehr gut an dieser Stelle war. Weil ich jetzt natürlich wieder in mein Grabscher gegangen bin. Und das Problem an dieser Stelle ist, ich sehe, dass er Beulenhelm spielt. Das ist nicht das Problem. Aber das Problem an dieser Stelle ist, ich habe den Abschlag gerochen. Ich wollte in Kobalium gehen. Ich wollte in Kobalium gehen. Aber ich dachte mir so, nein, das kannst du nicht machen. Ich wollte in Kobalium gehen. Das Problem ist jetzt, ich habe jetzt den Evoliten weg. Das heißt, ich tank jetzt auch kein Icebeam mehr oder sowas ähnliches. Und jetzt sehe ich, dass er Toxin im Z hat. Er hat Abschlag im Z. Ich denke mal, er wird jetzt noch eine Kehrtwende im Z haben. Und vielleicht auch noch die Tarnsteine. Das heißt, wenn er so Ding überhaupt Tarnsteine kann. Das heißt, ich könnte super safe in Kobalium gehen. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Bin ich ganz ehrlich. Und er hat die Tarnsteine im Z. Und deswegen hat er nur noch einen Angriffsmove. Und ich gehe davon aus, es ist die Kehrtwende. Ja, aber es ist so dumm. Ich hätte... Das regt mich leider hier an dieser Stelle echt ein bisschen auf, weil Koba wäre der perfekte Switching gewesen. Ich hätte den Abschlagboost bekommen. Ich wäre bei plus 1 Angriff gewesen. Ich hätte 2 Eisenschilde drauf drücken können. Okay, ich hätte ein bisschen Beulenhelm-Damage gekriegt, aber er kann mir nichts machen. So, ich rufe hier Grabscher zurück und denke mir so, okay, ich gehe jetzt mal in meinen Carwash, guck, was er hat. Ich will auch die Tarnsteine wieder weg haben, weil die Tarnsteine sind nicht gut auf dem Feld und er hat auch nur die Kehrtwende im Set. Das heißt, mit Koba, wenn ich ein physisches Koba schweben würde, was ich mit Schwertschatz aufsetzen würde, würde ich hier richtig gut rasieren können. Aber spiele ich nicht. Er geht wieder in Kyurem. Und ich dachte mir so, okay. Was wird er machen? Was wird er machen? Was wird Kyurem jetzt machen? Ich habe schon überlegt, er wird wahrscheinlich wieder die Erdkräfte drücken. Und deswegen bin ich in mein Grabscher gegangen und muss das Ding hier an dieser Stelle sterben lassen. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss irgendwas sterben lassen. Ja, das ist mein Riesenproblem, was ich gerade habe. Ich muss hier irgendwas sterben lassen. Der Vorteil ist einfach, er kriegt ein bisschen Life-Up-Damage. Das finde ich an dieser Stelle sehr, 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 sehr sick. Weil jeder Damage auf Kyurem ist ein guter Damage auf Kyurem. So, er ist damit in einer Range gekommen, wo ich gedacht habe, okay, ab jetzt könnte ich, wirklich, ich könnte ihn mit Kobalium safe rausnehmen. Ich sage, ich könnte ihn safe rausnehmen. Problem an dieser Stelle ist,
Er switcht raus und hat safe mein Nahkampf predicted, aber ich bin auch safe geblieben und habe die Tarnstellen gelegt, weil die Tarnstellen gegen Kyurem für mich mega wichtig waren. Von daher habe ich auf jeden Fall hier einen guten Switch gehabt und ich wusste, dass Selfie mir nichts machen kann. Es hat nur die Kehrtwende. Es hat nur die fucking Kehrtwende. Das heißt, ich gehe hier safe auf den Voltwechsel, mache ein bisschen Chip-Damage drauf und habe mir überlegt, okay, ganz ehrlich, besser switchen des Krötengott. Ich kann mich wieder hochheilen mit Synthese. Ich habe wieder Full Life. Ich kann mich hinterm Delegator verstecken. Er kann mir nichts machen. Das Problem ist, er ist wieder safe geblieben, ist hier für die Kehrtwende gegangen. Kann er auch gerne machen. Und jetzt wieder sein Kyurem reinholen. Und Kyurem wird hier wieder irgendwas fordern. Das Problem ist, es kommt rein und es fordert einen fucking Kill, ne? Das ist so unglaublich. Es kommt rein und es fordert einen fucking Kill von mir. Bin deswegen hier wieder rausgewechselt, bin in Kobalium gegangen, weil ich predicted habe, dass er auf dem Eisbeam gehen wird. Und er geht hier für den Ruheort. Und das habe ich so gedacht, yes, das ist gar nicht so schlecht. Und jetzt ist es so eine Sache. Er ist fast full life. Nahkampf reicht nicht unbedingt aus, glaube ich. Ich habe nämlich ein bisschen gekalkt. Ich weiß nicht, ob es eine Min- oder eine Max-Roll war. Auf jeden Fall reicht es nicht aus. Wir nehmen ihn leider nicht raus. Und damit kann er unseren Kobalium rausnehmen. Hätte ich jetzt hier irgendwie so einen Luftballon im Z gehabt, wäre das so sick gewesen, ne? Habe ich aber leider nicht im Z. Und deswegen nimmt er uns hier raus. Kriegt wieder ein bisschen Life-Up-Damage. Und jetzt komme ich mit Victini rein, weil Victini ist schneller als er. Victini ist einfach viel schneller. Und ich wusste halt, dass er jetzt wahrscheinlich so safe in Bücherwurm geht oder in Lavados, weil er meinen V-Generator oder meine Nitro-Ladung prediktet. Da ich das aber nicht spiele, sondern speziell gehe ich hier auf den Flammenball, nehme das Ding safe raus und damit ist auch das Bücherwurm weg, beziehungsweise Bücherwurm stirbt ja am Damage. Ich hätte mich sehr gefreut, hätte ich das noch überlebt, um ehrlich zu sein, oder hätte das Ding nicht so viel Damage gemacht und ich hätte wahrscheinlich dann noch auf den Delegator gehen können. Er muss jetzt aber hier in Tapu Koko gehen und das Problem ist, ich weiß, dass er die Chocobert drin hat. Ich weiß, dass er mich mit einem Donnerblitz auf der Range, die ich jetzt bin, ich glaube, zum 80% rausnehmen kann. Er spielt hier aber Auflockern, was ich halt sehr, sehr sick an dieser Stelle finde, damit er Kyurem nochmal wieder reinbringen kann. Für mich war es jetzt nur schade, weil ich hatte mein Kobalium weg. Ich konnte halt keine Tarnstellen mehr bringen. Gehe jetzt aber safe auf den Flammenball. Ich hätte vielleicht auf den Delegator gehen können. Wäre ich halt safer gewesen. Der Flammenball burnt leider nicht, was mich auch sehr, sehr traurig gemacht hat leider. Und habe mir überlegt, okay, was will er machen? Was will er machen? Er geht auf die Kehrtwende. Ich habe nämlich gekalkt und habe geguckt, okay, Kehrtwende wird nicht so viel Damage machen. Ich kann safe jetzt auf den Delegator gehen, weil er wird nicht angreifen. Oder beziehungsweise mit Donnerblitz angreifen. Er wird wahrscheinlich die Kehrtwende machen, weil er sich Caprigi nochmal aufsparen will. Und ich gehe hier wirklich für den Delegator. Und jetzt ist es so, Lavados kann mir nichts machen. Außer er hat einen Orkan im Z. Und ich wusste halt, dass ich safe was gegen Lavados machen kann. Ich habe halt die Psychokinese noch im Z. Ich habe ja erst überlegt, so beim Teambuilding packst du Donnerblitz drauf. Ich habe aber auch damit gerechnet, dass er Lavados nicht mitnehmen wird. Und wir sehen, das macht mega krassen, guten Damage. Ja. Und jetzt ist so die Sache, nehme ich ihn mit diesem Hit raus? Wenn ja, dann wird Victini mega easy rasieren können im Team, weil ich hinterm Delegator bin. Das heißt, er muss meinen Delegator brechen, muss mit Kapotec Coco reinkommen oder was auch immer. Und dann kann ich mega gut rasieren. Bin weiter für die Psychokinese gegangen. Und habe gelernt, okay, nice. Aber wir sehen auch, es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus. Er kann hier safe für einen Ruheort gehen. Und jetzt, Freunde, kann ich euch jetzt schon sagen, wie es ist. Jetzt beginnt ein Riesengestalle. Weil ich immer wieder auf Psychokinese gehe. Und er geht immer wieder auf Ruheort. Jetzt beginnt ein Riesengestalle. Ja, er hat halt die Ruheorte ausgestallt, solange er das hat. Ich habe halt meine Psychokinese gemacht, weil er das halt meine Psychokinese ausstallen will. Er kann mir nichts machen und an dieser Stelle hat mich das schon so ein bisschen abgefuckt. Hat, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mich hat das Match an der Stelle so ein bisschen abgefuckt und da hatte ich schon so ein bisschen, habe ich gedacht, okay, ist scheiße, aber gut, passt schon. Würde ich wahrscheinlich auch genauso machen. Ich habe halt gehofft, dass ich irgendwie einen Drop kriege, damit ich ihn rausnehmen kann. Der Vorteil ist einfach nur, solange er mit Lavados drin ist, recovered Victini einfach immer mehr Life. Das Problem ist aber auch eher, ich mache ihm nicht genug Damage, dass ich ihm Two-Hitten kann. Das ist mein Hauptproblem, was ich habe. Ich mache ihm nicht genug Damage. Das heißt, ich kann nicht Two-Hitten oder sonst was.
Und er muss hier immer wieder für den Ruhrort gehen. Ich hoffe wirklich, dass ich irgendwo den Drop kriege, damit ich ansatzweise irgendwie Damage gegen ihn kriegen kann. Da das aber nicht der Fall ist, habe ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Was sollst du machen? Ich konnte mit Victini einfach nichts machen in dem Moment und habe echt richtig lange überlegt und habe gedacht, okay, du kannst nur auf die Psychokinese weitergehen. Du kannst nichts anderes machen, weil du musst hoffen, dass du einen Crit kriegst. Und das war der schöne Crit, den ich bekommen habe. Er geht hier für den Rückenwind in dem Moment. Wäre er jetzt hier für was anderes gegangen, wäre es auf jeden Fall sehr, sehr sick an dieser Stelle. Er geht hier auf die Überreste. Ich habe ja noch den Bezauberraum im Team. Von daher war das gar nicht so schlimm. Der Rückenwind ist also auch nicht so schlimm. Kann hier also safe gehen und bin jetzt im nächsten Turn wieder schneller als er. Weil ich habe es ja extra gemacht, wenn er Scarf-Türen oder sowas spielt, damit ich halt den Bezauberraum legen kann, um safe zu sein. Wenn er sich in Ice-Beam lockt oder so, damit ich halt safe was machen kann. Hab den Bezauberraum gelegt. Und konnte jetzt die Dimension wieder umdrehen und bin damit wieder mit meinem Team schneller als alles, was ich habe. Weil Venu ist super langsam, Mamutel ist eigentlich relativ schnell, aber solange er halt irgendwo Scarf drauf spielt, bin ich mit Mamutel besser dran im Bezauberraum. Und wenn er keinen Scarf spielt, bin ich mit Mamutel so besser dran. Ich bin weiter auf die Psychokinese gegangen. Ich habe halt echt gehofft, dass ich diesen fucking Drop kriege, ne? Es ist leider so. Ich habe da so drauf gehofft, dass ich diesen Drop kriege, dass ich einfach einen Drop kriege und einen Quit am besten, dass ich ihn rausnehmen kann. Es ist halt einfach, das ist einfach unglaublich. Ich konnte nichts anderes machen. Deswegen meine ich, es ist ein mega Story jetzt an dieser Stelle, weil ich auch nichts anderes machen kann, um ehrlich zu sein. Bin ich weiter immer wieder auf die Psychokinese gegangen. Wir sehen auch, es macht guten Damage, aber das Problem ist, er kriegt zu viel Recover. Und jetzt habe ich endlich diesen schönen Drop gekriegt, wo ich mich mega drüber gefreut habe, gedacht, yes, jetzt kannst du auf jeden Fall Lavados rausnehmen. Und ich war jetzt auch an dieser Stelle komplett full life wieder mit Victini. Problem war, glaube ich, ich hatte jetzt noch 5 oder 6 Mal Psychokinese. Rückenwind ist an dieser Stelle wieder weg gewesen und ich dachte mir so, okay, gehst wieder auf die Psychokinese, aber halt stopp, er geht auf Tohaido. Hat das super predicted, muss ich sagen an dieser Stelle. Ich hatte jetzt das folgende Problem, ich wollte jetzt auf den Flammer gehen, weil ich Tohaido andamagen will. Problem an dieser Stelle ist, er switcht hier auch wieder raus, geht in Lavados und damit hat Lavados wieder full life. Wäre ich hier an dieser Stelle für die Psychokinese gegangen, hätte ich safe Lavados rausnehmen können. Das Problem war einfach, mir war es zu risky, hier nochmal auf die Psychokinese zu gehen, weil ich hatte echt Panik, dass er mit Tohaido drin bleibt, mir einen Aqua-Durchstoß in die Fresse haut und dass die Dimension wieder normal ist. Und ich ist dann nicht mehr outspeede. Das war so richtig das Problem. Und deswegen dachte ich, okay, Mist. Bin jetzt rausgewechselt. Ich hätte vielleicht auch hinterm Zap bleiben können. Ich hätte es weiter ausdrehen können. Aber ich bin hier in Rotom gegangen, weil Rotom hat den Donnerblitz drauf. Und damit mache ich auch auf dem Ding eigentlich relativ guten Damage, weil Grabbit ist down. Das heißt, ich kann safe auf den Donnerblitz gehen. Er geht jetzt aber hier in Tapu Keko. Und ich kriege, wie gesagt, oder er bringt das Elektrofeld raus. Problem an dieser Stelle ist, ich schwebe. Das heißt, ich kriege keinen Boost und kann ihn damit leider auch nicht rausnehmen. Das ist so schade, ey. Das ist so schade, ne. Er geht hier auf den Zauberschein. Ich habe die 50% Barriere drauf, von daher war es auch nicht schlimm. Bin deswegen wieder rausgewechselt mit Voltwechsel, habe ihn jetzt auch gekillt. Damit ist das Kapu auch weg. Und jetzt konnte ich wieder was reinbringen, was halt auf jeden Fall wieder Druck machen wird. Und habe überlegt, okay, was bringst du rein, was Druck machen wird? Ich wollte unbedingt, dass er Tohaido reinbringt. Ich wollte es. Bin deswegen in Mamutel gegangen. Und jetzt ist es so, ich habe heute gehofft, dass er direkt in die Mega-Entwicklung gehen wird. Ich habe sogar gehofft und bin in Victini gegangen. Das war, muss ich sagen, an dieser Stelle vielleicht nicht so ein guter Switch. Wirklich kein guter Switch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil das war kein guter Switch. Ich hätte Victini vielleicht auch noch behalten können. Aber ich lasse Victini zu leicht sterben. Problem an dieser Stelle, ich hatte halt einfach keine Psychokinese mehr. Gegen Lavados hätte es mir nichts mehr gebracht. Gegen Kyurem hätte ich es rausnehmen können. Aber sonst hätte es mir nicht mehr viel gebracht. Deswegen bin ich wieder in Tuzan gegangen. Ich bin jetzt safe für die Ausdauer gegangen, damit ich den Init Boost kriege. Und habe dann überlegt, wenn ich ein bisschen Glück habe und er kein KP-Investment spielen sollte, wenn ich das richtig gekalkt habe, muss man auch dazu sagen, sollte ich es mit einer Wahrscheinlichkeit von 96 bis
104%, also diese Wahrscheinlichkeit, diesen Damage will ich machen. Also im Prinzip eine 90%ige Wahrscheinlichkeit sollte ich das Ding rausnehmen. Ich habe aber jetzt gesehen, Freunde, dass das Problem war, er hat hier einfach fucking wahrscheinlich KP-Investment oder ich habe Min-Damage gekriegt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr schade hier an dieser Stelle. Und ich dachte mir so, oh nein, ich konnte ihn nicht rausnehmen. Bin deswegen hier jetzt in mein Car Wash gegangen. Und ich habe überlegt, Car Wash könnte eigentlich so gut wie alles einmal tanken. Er ist rausgewechselt und er geht, glaube ich, immer noch davon aus, dass ich Scarf bin wahrscheinlich. Und ich bin safe geblieben und habe überlegt, okay, du kannst ja eigentlich auf den Voltwechsel gehen, weil du es rausnehmen würdest. Und ich hätte hier safe auf ein zweimal, ich hätte hier zweimal auf den Donnerblitz gehen können einfach. Ich hätte dieses fucking Lavados rausgehabt an dieser Stelle. Ja, bin jetzt in meinen Krötengott gegangen, weil ich musste meinen Krötengott auf Full Life bringen, damit ich eine Chance habe gegen Kyurem und gegen... Jetzt muss ich überlegen, gegen Tohaido. Und jetzt kann ich euch auch hier wieder sagen, hier beginnt auch wieder ein riesen Gestolle. Ich habe hier seinen Flammenwurf ausgestallt und eher meine Synthese, wenn man so sehen will. Und ich muss sagen... Ich habe das auch nur gemacht, weil er dieses scheiß Wu-Ort ausgestellt hat, sonst hätte ich das nicht gemacht. Ich dachte so, okay, scheiß drauf, ganz ehrlich, er hat es auch gerade mit mir gemacht. Ich stoll jetzt genauso wie er den Flammenwurf runter. Er kann maximal, glaube ich, 24 davon haben oder so. So viel Damage kann er mir nicht machen, so dass ich alle 2-3 Hits mal einmal eine Synthese raushauen muss, also würde ich es hinkriegen. Dachte mir so, okay, nice. Ich habe halt auch gehofft, dass er jetzt mich nicht sofort aus dem Delegator rausholen wird, weil die Chance, dass er unter 25% ist, liegt halt relativ hoch. Und ich habe halt echt so ein bisschen gehofft, dass er mich nicht jedes Mal aus dem Delegator rausholt. Und er kriegt es wieder hin, dass er mich aus dem Delegator wieder rausholt. Ich konnte hier auf eine Synthese gehen und ich bin jetzt einfach erstmal wirklich safe geblieben, weil, um ehrlich zu sein, ich hatte nichts zu verlieren. Ich hatte einfach nichts zu verlieren, weil ich kann jetzt safe auf eine Synthese gehen, kann mich gegenheilen und ich musste jetzt einfach nur, tja, deinen Flammenwurf. Austern, mehr nicht. Ich musste nur einen Flammenwurf austern. Mehr brauchte ich an dieser Stelle nicht machen. Ich glaube, das geht jetzt bestimmt 16 Turns, 17, 18 Turns, so muss ich sagen. Deswegen skippt man am besten an dieser Stelle. Nur so als kleiner Tipp, ne? Ich habe überlegt, ob ich auf die Matschbombe gehe hier an dieser Stelle, muss ich zugeben. Aber Problem war, auch hier, ich hatte halt wenig Bock. Ja, dass er mich hier gut damaged und ich bin deswegen in Rotom gegangen und habe gehofft, dass er weiter auf Flammenwurf geht, weil ich hoffe, dass jetzt meine 50% Bäre triggert. Und sie triggert auch, weil wir unter 25% kommen, kann damit mich wieder voll hochhalten, habe jetzt hier Rotom draußen und ich habe jetzt wirklich überlegt, was machst du jetzt mit Rotom? Was machst du jetzt? Weil ich hätte hier zweimal auf den Donnerblitz gehen können und hätte das Ding rausgehabt. Weil er mich nicht rausnehmen kann. Problem war aber auch hier an dieser Stelle wieder, ich habe Voltwechsel gedrückt. Ich hätte einfach nur safe zweimal Donnerblitzen müssen. Ich hätte nur zweimal safe Donnerblitzen müssen. Oder, was ich auch hätte jetzt machen können, ist hier wieder in Rotom zu gehen und dann Donnerblitz zu drücken, sodass ich ihn safe rausgenommen hätte. Weil dann hätte ich Venu mit Full Life gehabt und hätte auf jeden Fall noch Kyurem was machen können. Weil Kyurem hätte mich safe nicht rausnehmen können. Ja. Und ich hätte einfach nur Synthese drücken müssen, um mich wieder gegen zu heilen bei dem Hit von Kyurem. Weil Kyurem wäre wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viel KP Kyurem hatte, ich muss es mal nachschauen. Ich glaube, Kyurem wäre vielleicht sogar im Live-Up-Damage gestorben. Aber ich bin dumm gewesen und bin für den Delegator gegangen. Ich hätte wahrscheinlich einfach nur Stall wieder rausswitchen müssen, hätte dann Donnerbits gedrückt, hätte Lavados rausgehabt. Und dann wäre es vielleicht so gewesen, dass Venu die anderen beiden gekillt hätte. Aber nein, das habe ich nicht gemacht, deswegen stall ich hier weiter. Den Flammenwurf aus, weil meine Taktik war in dem Moment, wenn Flammenwurf weg ist, kann er eh nichts mehr machen. Was mich nur ein bisschen schade finde, ist halt, dass ich leider, muss ich sagen, hier an dieser Stelle kein Edelsamen im Set habe, weil das wäre richtig sick gewesen, Edelsamen zu haben. Bin jetzt wieder in Rotom gegangen, habe überlegt, okay, du kannst eigentlich wieder für den Voidwechsel gehen, um ein bisschen Damage zu machen, aber ich hätte einfach zweimal Donnerblitzen müssen. Ich hätte nur zweimal Donnerblitzen müssen, da hätte ich das Ding rausgehabt. Ich bin aber wieder für den Voltwechsel gegangen. Es ist so traurig, wenn ich mir das im Nachhinein angucke, denke ich mir so, what the fuck? Oh, das ist so traurig, ne? Und das kotzt mich teilweise an. Ich hätte nur Donnerblitz drücken müssen, da hätte ich das Ding rausgehabt. Hätte Venu Full Life gehabt. Das ist so, so traurig. Okay, hätte ich jetzt an dieser Scarf-Rotom gespielt, hätte ich das Ding sowieso gewonnen. Aber trotzdem, das ist richtig traurig.
Oh, das kotzt mich echt ein bisschen an. Bin jetzt wieder in Venom gegangen. Er kriegt hier den Crit. Ich habe natürlich kein Burn bekommen, was ich sehr, sehr sick fand an dieser Stelle. Kommt mich hier hinterm Delegator verstecken wieder und muss natürlich jetzt auch wieder in diesem Turn richtig, Freunde, auf die Synthese gehen. Ey, das ist so traurig, ne? Ich habe jetzt echt mal gehofft, dass er mich nicht aus dem Delegator rausholt. Und, Freunde, es ist soweit. Er hat es geschafft, dass er mich nicht aus dem Delegator rausholt. Und könnte jetzt safe auf eine Synthese gehen. Problem hier an dieser Stelle ist, er ist schneller. Das heißt, er kriegt den nächsten Hit auch noch raus. Das heißt, ich muss jetzt in diesem Turn wieder für den Delegator gehen, damit ich auf 50% komme und dann hoffen, dass er mich wieder nicht rausnimmt. Weil wenn es jetzt der Fall ist, kann ich hier Venom mit Full Life da stehen lassen. Ja, und der Delegator hört auf zu wirken. Ich hätte auch wahrscheinlich, um ehrlich zu sein, jetzt auch eine Matchbombe drücken können, um ihn rausnehmen zu können. Aber ich wollte Venom so Full Life möglich lassen. Ich brauchte das Ding einfach mit Full Life. Ich brauchte es einfach vollkommen mit Full Life. Ja, bin deswegen hier wieder auf den Delegator, hab gehofft, bitte nimm mich nicht raus, bitte nicht. Wenn das jetzt ein Min-Damage wäre, wäre das so sick, aber der Delegator wieder aufzuwirken. Und jetzt war es so langsam der Punkt, wo meine Synthese langsam zu Ende ging. Aber ich war Full Life, von daher war ich froh. Ich war echt froh, ich war Full Life. Aber ich habe jetzt echt überlegt, okay, du kriegst das Ding jetzt leider nicht mehr raus mit einer Matchbombe. Du kannst nichts anderes machen, du bleibst jetzt mal drin und... Ja, ich konnte echt nichts machen, das ist so traurig, ne? Bin wieder für den Delegator gegangen. Hätte ich Giga Drain weggelassen, was vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen wäre, aber ich hätte dann Grabbit nicht rausgenommen. Und die Edesan im Set gehabt, hätte ich mich halt viel, viel besser recovern können. Wäre, glaube ich, wahrscheinlich der bessere Play gewesen, um ehrlich zu sein. Aber gut, so kann man es auch machen. Ja, bin jetzt wieder auf die Synthese gegangen und ich glaube, wie gesagt, jetzt habe ich noch ein oder zweimal Synthese. Ich glaube noch ein oder zweimal. Und er hatte jetzt auch schon relativ oft Flammenwurf gedrückt. Ich hatte überlegt, ich habe nur zwei Möglichkeiten. Ich kann nur in Rotom jetzt gehen, wieder eine Runde Flammenwurf ausdauern oder ich bleibe drin und gehe wieder auf den Delegator, mache wieder die Synthese und dann stolle ich das wieder aus. Ja. Es ist so traurig, ne? Ich hab's auch nur gemacht, wenn ich das Ding so abgefuckt hab. Oh Gott, ey, das hat mich richtig abgefuckt. Da war ich richtig mad bei dem ersten, wo er mit der Ruhrort gestallt hat. Ja, mein Delegator hat die auch wieder aufzuwecken. Ich kann nichts anderes machen. Aber ich bin wieder für die Synthese gegangen. Komme ich wieder hochheilen und ich weiß gar nicht, wann ich... Ich glaube, jetzt bin ich, glaube ich, wieder in Rotom gegangen. In dieser Runde. Ja, ich glaube, ich bin jetzt in Rotom gegangen. Doch, ich glaube, ich bin in Rotom gegangen jetzt an dieser Stelle wieder. Weil ich einfach den Flammenwurf wieder ausstormen wollte, weil ich habe überlegt, ich könnte noch einen Hit tanken. Und ich hätte vorhin einfach zweimal Donnerblitz müssen. Es regt mich so auf, dass ich nicht auf Donnerblitz geklickt bin, ne? Ich hätte nur Donnerblitz müssen, ey. Das ist so unglaublich dumm von mir. Wirklich. Das ist so fucking dumm. Ja, er geht hier auf die Kehrtwende, nimmt damit jetzt mein Rotom raus. Ja, ich denke mal, er hatte jetzt auch in dem Moment fast keinen Flammenwurf mehr, oder vielleicht noch einmal oder so. Bin deswegen wieder in links gegangen. Ich habe gesehen, Kyurem kriegt, oder Kyurem würde am Live-Op sterben. Das heißt, ich hätte es nur ansatzweise irgendwie ausspielen müssen. Das ist richtig traurig teilweise. Ja, gehe für ein Ice Beam, oder gehe für ein Ice Beam. Ich habe ja gesagt, den tank ich, wenn ich Full Life bin. Den tank ich auch. Und er stirbt am Live-Op-Image. Es war so traurig, hätte ich jetzt noch die Synthese gehabt, ne? Hätte ich die Synthese gehabt, aber ich glaube, ich hatte keine Synthese mehr. Ich hatte keine Synthese mehr. Dann hätte ich das Game hier locker gewinnen können. Das ist so traurig, ne? Es ist so traurig. Hätte ich noch ein oder zwei mehr Synthese gehabt. Da hätte ich jetzt auf Synthese gehen können. Psycho-Beißer, ich weiß nicht, ob mich das rausgenommen hätte auf der Range, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber gut, das ist das Match gewesen. Wir haben 2-0 gegen Luca verloren. Auf jeden Fall ein krasses Match. Ein bisschen Gestolle war dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Schaut doch mal die Sicht aus Luca. Ich weiß gar nicht, ob er das live aufgenommen hat. Ich denke nicht, wo ich ihn kenne. Auf jeden Fall krasses Battle. Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Battle. Da geht es gegen... Muss ich überlegen. Gegen... Nikorashi geht es dagegen. Genau. Im Spieltag 7. Schaut auf jeden Fall rein. Würde mich freuen. Und ich will sagen, Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Danke.
Dankeschön fürs Zusehen und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen wollt, könnt ihr kostenlos abonnieren. Das könnt ihr oben links machen. Wenn ihr weitere Videos von mir sucht, könnt ihr die auf der rechten Seite finden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.